Herzlich willkommen zurück in Rufus kleinem und ordentlichem Häuschen. Wir sind immer noch dabei, Rufus Köfferchen zu packen. Und uns fehlt nur noch die Zahnbürste. Wir haben im letzten Teil versucht... Bist du eingeschlafen, Rufus? Wir haben im letzten Teil versucht, diese Hausapotheke zu öffnen. Um den letzten verbleibenden Teil, die Zahnbürste... irgendwie aus dieser dunklen Ecke rauszubekommen. So, was haben wir denn noch im Inventar? Nicht mehr viel. Wir haben noch die Wasabi-Nuss. Kann man die Zahnbürste damit anlocken? Super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie eine Falle bauen für diese Zahnbürste. Hier unten noch irgendwas? Der Topf kocht noch. Hier ist die Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay, da ist wohl irgendwie ein Teleporter dahinter. Können wir das öffnen mit dem Pömpel? Aha. Können wir den mitnehmen? Nein, der Pömpel ist jetzt unbrauchbar geworden. Mauseloch. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ja. Die ist ja wahrscheinlich auch nicht auf Elysium gelandet. Aha, da haben wir eine Falle. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Okay, Falle mit Köder. Ist das wieder hier rein? Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Gut. In die dunkle Ecke. Gut, gut, gut. Komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Nee, sieht auch so aus, als hätte die schon ein paar Mal gelitten. Gut. Damit haben wir jetzt auch die Zahnbürste. Können die Zahnbürste also in den Koffer bringen. So. Die anderen drei Sachen. Proviant. Socken und den Schneider. Haben wir schon drin. Zahnbürste? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Aha, okay. Die Zahnbürste? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. War ja klar. Der Seitenschneider, warum auch immer... Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Gott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Wer ist der Organon? So, wir sind also zum ersten Mal außerhalb von Rufus, kleiner Butze. Was haben wir denn hier alles? Das sieht hier aus wie die... Da ist die Harpune, wie die Abschussvorrichtung. Da ist eine Kette dran. Die geht bis zur Kapsel. Rufus, was hast du vor? Nehmen wir erstmal den Schraubenschlüssel.
Lösung. Ich werde es versuchen, so weit wie möglich die Hotspot-Hilfe mit der Leertaste zu vermeiden. Was haben wir denn hier? Eine Bedienungstaste. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Die können wir nicht angucken. Ist ja schließlich auch kein Augensymbol. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay, wir müssen also erst den Koffer verstauen. So, können wir den nehmen? Und wohin jetzt damit? In die Kapsel. Da ist kein Platz. Können wir die öffnen? Oha, was haben wir denn da für eine Apparatur? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Kein Problem, wir haben einen Schraubenschlüssel. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Wir haben den Sitz mitgenommen. Können wir den auch wieder anbringen? Der ist jetzt wohl überflüssig. Können wir den Hebel benutzen? Nein. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Haben wir den jetzt? Da ist ein Staufach. Aha, Batterie. So, und nun? Den Koffer rein. Na, geht doch. Staufach zu. Staufach wieder auf. Koffer bleibt drin. Okay. Die Batterie, die muss vermutlich auch mit. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Sonst noch eine Option hier? Schraubenschlüssel damit kombinieren? Da muss nichts geschraubt werden. Okay. Sitz. Der ist jetzt wohl überflüssig. Der ist jetzt wohl überflüssig. So, und wohin jetzt damit? Wir haben nur die Schiene zum Aktivieren. Okay, was gibt's denn noch? Eine Lunte zu anzünden. Lieber noch nicht. Das wird ein spektakulärer Abgang. Die geht zu den Raketen. Vorne ist alles ohne. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay, die Fluchtkapsel flott machen. Da geht's zurück nach Tonys Haus. Sprechen wir erstmal mit Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Das Grundwasser haben wir ja schon im Waschbecken gesehen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Ich mach mich dann mal an die Arbeit, wegen des Plans. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Prädestiniert für den Planeten. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe?
Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Das hatten wir schon. Diesmal wird es klappen. Keine Probleme. Wieso? Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Nee, du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Gut, wir machen uns mal wieder an die Arbeit. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Zurück nach Tonis Haus. Müssen wir, glaube ich, nicht. Sonst noch irgendwas? Das ist wahrscheinlich später zum Kalibrieren da. Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Aber das ist wirklich lange für dich, Rufus. Können wir nicht zumachen. Lieber nicht. Mit der Schiene ging es nicht. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Können wir den Schraubenschlüssel nochmal benutzen? Da muss nichts geschraubt werden. An der Batterie auch nicht. Okay, wir gehen, glaube ich, erstmal doch zurück in Tonis Haus. Mit dem Schraubenschlüssel jetzt die Hausapotheke öffnen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Nein! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Den Koffer von Rufus' Vater öffnen. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Den Seitenschneider können wir wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen. Nein, der ist deaktiviert. Was wir noch machen können, ist... über den Haupteingang nach draußen zu kommen. Hier unten, vor Tonis Hütte. Gibt es hier, glaube ich, auch nichts zu tun. Aha. Eine Chilischote. Autsch, heiß! Extrem scharf. Mit dem Schweißbrenner. Die ist schon heiß genug. Moment. Hätten wir nicht auch mit dem Handschweißgerät... theoretisch. Obwohl, den Sitz brauchen wir nicht mehr. Den hätten wir noch vielleicht anbringen können an die Schiene. Aber da haben wir den ja auch gerade erst abmontiert. Ich klingel mal. Oh. Die steckt auch in den letzten Zügen, die Klingel. Okay, wie kommen wir an die Chilischote? Die ist schon heiß genug. Mit dem Sitz drauf. Nein, ich habe hier lange genug festgesessen. Ist was im Briefkasten? Sie haben Post. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Festgeschraubt? Dagegen haben wir was. Gut, einfach mal den kompletten Briefkasten eingesackt. Ein sattelförmiger Kasten. Der Aha. Klassiker.
sattelförmig. Hallo, Hanne. Sprecher mit Hanne. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Hast du Toni irgendwo gesehen? Ich werde endlich hier wegkommen. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen. Ich habe den Sitz ausgebaut, aber wo befestige ich die Batterie? Ich habe den Sitz ausgebaut, aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und den haben wir schon. Ich hatte mal einen und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Gut, ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen. Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Es klingt zumindest nach einem durchdachten Plan. Ob's funktioniert? Naja. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Wollen wir auch gar nicht, wir wollen hoch hinaus. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwas, was nicht nied- und nagelfest ist, beziehungsweise losgeschraubt werden kann? Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Okay, was gibt es noch? Wie kriegen wir die Chilischote? Brauchen wir die Chilischote überhaupt? Mit dem Briefkasten kommen wir. Hey, dafür habe ich den Briefkasten nicht abgeschraubt. Da bin ich mir zu 80% sicher. Okay. Ab ins Haus. Gehen wir mal nach oben und versuchen, den Briefkasten anzubringen, der ja schließlich jetzt als Sitz mit Batteriefach dient. So. Briefkasten. Passt. Auf das Ding. Batterie in den Briefkasten. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Passt doch. Kapseltür schließen. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Gut. Gehen wir mal ins Kalibrieren. Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Welche sind denn blockiert? Also, man kann im Prinzip nur nach rechts oben, nicht nach links oben und nach
oben links nicht, aber nach unten links. Da müssen wir hin. Okay, wie machen wir das am besten? Ah, das heißt, der geht erst bis ganz nach oben. Nee. Zwei nach links, ein nach unten. Moment, das ist wie beim Schach. Dahin. Dahin. Ach nee, da kann man nicht hin. Das geht. Da können wir nicht hin. Wenn wir da hingehen, nach rechts unten. Machen wir mal. Dann nach rechts oben wieder. Dann wieder nach links unten. Dahin. Oh. Nach links. Nach links. Dann haben wir hier. Da aus wieder rauf. Ja, dann nach hier hin, nach links unten und dann nach oben rechts. Das müsste gehen, aber Moment, wie habe ich das denn nochmal gemacht? So, nochmal nach da hin. Dann wieder nach oben rechts. Unten links, oben rechts. Müsste gehen. Tada, Bullseye. Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Oh, war nicht so schwer. Halte dich bereit, Wenzel. Ist das Tony? Direkt Hallo, in Verteidigungshaltung. Rufus. Tony, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Upsi. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Tony, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön, das geht doch bestimmt in die Hose. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Dies ist der finale Abschied. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten, ich werde dich nicht mitnehmen. Warum bist du hier? Ich gehe fort. Für immer. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Ah, super. Dies ist der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, wir müssen also nur noch die Lunte in Brand setzen. Das geht wahrscheinlich am besten mit dem Handschweißgerät. Aber ob das wirklich klappt... Das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüssi!